21. Januar. Hingabe von ganzem Herzen. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene. Römer 1, Vers 9. Heutzutage versteht man unter dem Begriff Geist genau dasselbe wie zu Paulus' Zeiten. Stell dir einen Sportler vor, der sich völlig verausgabt. Es heißt dann, er habe wirklich Sportsgeist bewiesen. Das heißt, er hat sich voll eingesetzt und sein Letztes gegeben. Als ich an der Uni war, wurde demjenigen Footballspieler, der den größten Einsatz leistete, jeweils der Preis Esprit de Corps, in Klammern Esprit gleich französisch Geist, verliehen. Diese Grundeinstellung charakterisiert auch den Dienst des Apostel Paulus. Paulus diente dem Herrn immer von ganzem Herzen und mit ungeteilter Hingabe. In diesem Sinne unterschied er sich auch ganz klar von den Mietlingen, deren Dienst äußerlich und halbherzig waren. Johannes 10, Verse 11 bis 13. Folge dem Vorbild von Paulus und diene Christus von ganzem Herzen.